Was geht ab? BMTV Urban oder BMTV Urban? Euer Mann Afrop. Herzlich willkommen auf BMTV Urban, heute mit Afrop und mit mir Vero. Hallöchen. Yeah, genau. Heute ist Release Day vom Mutterschiff, deswegen dachten wir uns doch, ne, bevor die Kamera an war, lass uns ein Bierchen öffnen, oder? Und anstoßen. Ich hab einen Schluck genommen, aber... Ja, ziemlich unfreundlich eigentlich. Ne? Ich mache immer diesen Fehler. Ich fange immer zu früh an zu essen und nehme immer schon einen Schluck, bevor angestoßen wurde. Prost. Aha. Wie geht's dir denn? Ey, heute Release Day, Mutterschiff ist draußen. Ist ja was anderes. Sonst machst du ja immer Interviews, bevor das Album rauskommt. Ja. Und jetzt am Release Day. Ein tolles Gefühl, weil man so viel Zeit investiert hat. Es ist ein bisschen Fluch und Segen, weil vieles entscheidet sich genau an dem Tag, wo es rauskommt. Das ist ein bisschen blöd, aber... Ansonsten ist es immer schön so zu wissen, das Baby ist raus. Ich meine, das Loslassen war ja schon Wochen vorher. Und so jetzt das zu präsentieren ist natürlich, sehr klar, tolles Gefühl. Weil vorher war ja nichts da. Da war ja nichts. Und dann gab es eine Idee und jetzt hat man so eine Plastik in der Hand. Also die Idee, die Vision wird zu einer Plastik sozusagen. Künstler durch und durch. Ich glaube ja. Ich kann, glaube ich, auch nichts mehr anderes machen. Ich meine, das Cover ist ja auch, finde ich, ist auch Kunst, ist auch Art. Totale Kunst. Wir haben uns gerade das genau angeguckt, was da eigentlich alles zu sehen ist. Man kann ja eigentlich gar nicht alles erkennen, so auf einen Blick. Was hast du dir denn dabei gedacht, jetzt ganz ehrlich? Wir haben uns gefragt, ob du das vielleicht bist als Baby, aber bist du nicht, wa? Ja, das Kind hat viel zu dicke Backen. Also es ist ein kleiner Specki. Aber kannst du gar nicht sein. Kann ich ja sein, aber er hat ein wunderschönes Lachen. Da habe ich mal Grafiker gefragt, wieso, warum schwarzes Kind? Also ja, muss sein. Ne? Und, aber wie man sieht, die Welt, also das Cover ist unterteilt, so in zwei Seiten. Man sieht hier so eher das Böse, hier auch den Atompilz und genau auf der anderen Seite den Baum des Lebens. Jetzt habe ich gelesen über den Baum des Lebens, dass das auch nicht, das ist, in verschiedenen Mythologien wird der Baum des Lebens anders interpretiert. Und es gibt auch so Leute, die haben keine guten Absichten, die lieben auch den Baum des Lebens. Aha. Ja. Aber hier geht es ja eigentlich, der Name zählt. Ne? So, und dann halt hier die Taube, der Rabe, also die Welt ist auf der Seite, wo ich hingucke, ist gut. Und da, wo ich dem Rücken zukehre, ist so eher das Böse. Ich sehe, du hast hier eine Narbe. Soll das eine Narbe darstellen oder ist das nur so ein Schatten? Ja, ich gucke ja gerade Narcos nochmal, so habe ich gesagt, ich brauche auch so Scarface, irgendwas. Ich glaube, ich darf gar nicht verraten, warum das hier entstanden ist. Ach so, weil es wahrscheinlich am Anfang irgendein Fehler war und dann hast du gedacht, nee, lass drin, ich gucke gerade Narcos, deswegen kommt ganz geil. Straße. Ich habe das auch gesehen, so unter dem Ohr und dann habe ich mir gedacht, okay, so ist... Wenn das jetzt alles weg wäre, wäre, glaube ich, mein Gesicht einfach zu clean für den Rest des Bildes. Ne? Da haben wir gedacht, okay, so diese Streifen da, die Striche. Weil du halt ein perfektes Gesicht hast eigentlich, ne? Das ist ja, und du bist ja auch ein schlanker Typ, ne? Nicht so dick, ne? Deswegen. Ja. Man nennt mich auch Pretty Boy Locke. Obwohl ich gehört habe, dass der Herr Locke sich die Haare abgeschnitten hat. Ja, das ist mein neuer Spruch, habe ich letztens erst abgecheckt. Afrop ist auch Afrop ohne Afro. Mhm. Ja, weiß ich, habe ich gesehen, ja, hast du irgendwo gesagt. Habe ich gesagt. Ja. Und ich meine, die Haare, so nach der Produktion musste ich sie abschneiden, weil es war was so Ritualmäßiges, sodass man einfach sagt, okay, man hat das jetzt abgeschlossen. Jetzt so wie bei Samson, weißt du, in der Bibel. Ah. Als sie ihm die Haare schneiden, verliert er all seine Kräfte so. Und für mich ist es jetzt einfach ein Reset-Button, den ich gedrückt habe. Ich sage, okay, jetzt lasse ich sie wieder wachsen für die nächste Arbeit, die auf mich wartet, für den nächsten Kraftakt. Du hast am Anfang gesagt, dass das Release-Day so ein Tag ist, wo so Sachen irgendwie auf einen zukommen, die man nicht vorhersehen kann. Was ist denn heute zum Beispiel schon aufgetreten, vorgekommen, was du hättest nicht vorher wissen können? Also meine erste Information heute, die hat mir wirklich nicht gefallen, war eine E-Mail von Amazon, dass die Box... meine Box, die ich mir bestellt habe, erst in 3 Tagen ankommt. Schwierig. Da habe ich natürlich meinen Vertrieb gleich angeschrieben, habe gefragt, was das soll. Ich war auch jetzt nicht sauer oder so. Ne? Ich habe das ganz entspannt gemacht. Das war jetzt keine tolle News. Also wenn es jetzt bei irgendjemand auch jetzt passiert, dass das die Box 2-3 Tage später kommt, wir arbeiten Hochtouren daran, dass das nicht nochmal passiert.
Das ist so ein Problem. Du musst dich halt um jeden Scheiß kümmern. Weißt du, so Leute sagen, ja, ich muss dahin, ich muss zu dem Vertrieb, ich bin lieber bei dem Major und bla. Vertrieb hast du immer irgendeinen Scheiß, ja, um den ich kümmern muss. Wenn du, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich selbst im Laden stehst und die Sachen hinten aus dem Raum rausholst und vorne hinstellst, dann stellt es nie jemand raus. Also es sind so logistische Sachen, die Probleme, also manchmal Probleme machen. In dem Fall jetzt, ich bin heute aufgestanden und dann habe ich geguckt bei iTunes, wo mein Album dann steht, und das war bei Rap und Hip-Hop Platz 1. Hallo, trotzdem herzlichen Glückwunsch. Kann man ja mal so sehen, oder? Ja, das jetzt, das wird in 3 Stunden nicht mehr so sein. Aber ich verfolge das ja immer so ein bisschen, gucke, okay, was geht gerade so ab und so. Und dann so sein eigenes Album da zu sehen. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt keinen, ich bin nicht schlecht aufgestanden oder so. Es war alles toll. Ich meine, das ist der erste Tag, ne? Die Woche ist noch lang. Und die muss ich einfach hinter mich bringen, diese Woche. Dann kommen endlich die Charts und dann hast du dein Votum. Und da kannst du eigentlich neu jetzt dich umorientieren oder Sachen verbessern oder einfach nur sagen, danke. Es gibt sehr viele kurze Songs auf der Platte, die jetzt nicht 5 Minuten nochmal was sind, die knapp 3 Minuten. Manche sagen zu kurz, ich sag, wenn es dir so gefallen hat, kannst du es nochmal hören. Korrekt, manche brauchen ja nicht mal einen Hook, weißt du, und schon ein geiler Song, ja? Also deswegen, es kann auch nur 2 Minuten sein. Das können aber nur die guten Jungs. Hast du einen Lieblingssong auf dem Album? Ja. Ist es so? Man sagt doch immer so, jeder Song ist mein Lieblingssong und so. Aber welcher ist es? Ja, das hast du auch recht, das wechselt wirklich von Woche zu Woche. Aber es gibt einen Song, der eigentlich alles überlebt und das ist Kein Weg zurück. Und viele mögen den nicht. Das ist das Lustige. Und dann habe ich mich auch manchmal so ein bisschen beeinflussen lassen, habe auch gedacht, ein bisschen links liegen lassen. Ja, das ist vielleicht wirklich kein guter Song, aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist mit einer meiner Lieblingssongs, aber es hat auch seine Gründe. Aber es gibt sehr viele gute Songs auf der Platte. Also ich würde einem anderen Song Unrecht tun, wenn ich sage, der wäre jetzt schlechter oder so. Für mich einfach nur rein so gefühlsmäßig ist das ein Song, den ich sehr gerne höre. Ist es der, wo du so ein bisschen so reinredest, so ein bisschen mehr redest als rappst an manchen Stellen? Ja. Richtig, gut. Ja, siehst du? Nee. Ja, danke, genau. Hast du drauf, ja. Ich habe den auch gehört und dachte dasselbe, was du gerade erklärt hast. Ja. Ich wusste nicht, ob es ein guter oder ein schlechter Song ist. Ja, genau. Also handwerklich ist das ordentlich, auf jeden Fall. Ja. Das heißt noch lang nichts. Also das muss ja deshalb keinen gefallen. Aber ich habe manchmal Musik, wo ich denke, das ist jetzt nichts für mich. Das ist ein guter Beat, aber ich sehe da eher jemanden anders, der das macht. Und bei dem Song hatte ich immer so einen Mann im Kopf, der am Ende eines Tisches sitzt, voll tätowiert, so auch so ein Ochse, weißt du, der da so sitzt und sich über seinen Kopf streicht und so überlegt, was habe ich alles gemacht, scheiße, scheiße. Aber er würde alles nochmal so machen. Mhm. Also der einfach sein Leben reflektiert und weiß, dass die Sachen, die er gemacht hat, nicht korrekt waren, teilweise nicht korrekt waren, aber er musste sie tun. Und diese Type, weißt du, die habe ich auch nicht so in meinem Umfeld oder so, aber ich habe mir so einen immer vorgestellt und da ich ja keinen gefunden habe, der das richtig machen kann, musste ich das da machen. Und das gehört auch dazu, so in Rollen schlüpfen, dass du einfach denkst, okay, ich bin jetzt vielleicht jemand, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, auch anders geprägt, so, also halt ein bisschen Theater auch, ne? So das Schauspielern ist ja noch ein bisschen erlaubt, dass du dir so ein alter Ego suchst und einfach da reinschlüpfst und das dann ja, einfach durchziehst. Ist das zum Beispiel ein Song, der in diese Richtung Future Sound geht, wie du es halt beschreibst? Vielleicht auch, ja. Also ich bin auch schon fast dabei, das zu revidieren, zu sagen, das hat nichts mit Future Sound zu tun. Desto öfter ich auch die Platte höre, merke ich auch, das war schon meine Vorgabe, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich genau das geworden, was man von Afrop eigentlich gewohnt ist. Ja. Und ich dachte mir das auch. Ja, das stimmt. Aber so, wenn man will, kann man sagen, dass schwerpunktmäßig schon so die Instrumentalisierung, den Sound, den ich da gewählt habe, schon so was Unendliches hat. Und also von daher ist das jetzt nicht ganz so falsch, aber es ist auch nicht so, dass das die Platte bestimmt. Wir haben noch einen Song drauf, und zwar kennen den auch schon die meisten, Ich bin dieser. Und da finde ich auch einen Satz eigentlich, der war, glaube ich, in der Hook. Ich habe mir rausgeschrieben, manche sagen, ich sollte doch zurücktreten. Der hat mich berührt, nur dieser Satz. Weil ich kann mir, glaube ich, wenn man ein Afrop- oder Hip-Hop-Fan ist, oder wie ich, der auch ein Afrop kennt, seitdem sie klein ist,
und deinen Weg so ein bisschen verfolgt hat. Einfach nur, selbst wenn man nicht unbedingt deine Facebook-Seite geliked hat, warst du immer auf dem Schirm. Und dann kommt so ein, jetzt kommst du zurück, ich bin dieser, und dann sagst du, manche sagen, ich sollte zurückdrängen. Nein, weißt du, boom, ich bin aber jetzt hier so. Es hat mich berührt. Ich sage nur, ich habe als einfach mit der sich das angehört hat, es hat mich berührt. Inwieweit meinst du diesen Satz, so wie du ihn geschrieben hast oder sagst? Ja, ich meine, klar, so jetzt für dich, wie jemand wie dich, der mich so auch mitverfolgt hat, miterlebt hat, hat das eine andere Bedeutung als für mich, weil das sagen die zu mir schon seit 2001. Also ich musste schon viel argumentieren, diskutieren, was jetzt auch meine Daseinsberechtigung angeht. Und das war schon immer ein Thema, was auch bei Afro mitgeschwungen ist, oder keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Aber ich meine, ich habe dem ganzen Thema 2 Takte gewidmet oder 4 Takte in der Bridge. Und das ist für mich auch wieder so ein Fun-Thema, wo ich auch sage, naja, okay, klar kann man das denken, so, aber ich meine, ich höre das schon seit Ewigkeiten. Das ist jetzt für mich einfach nur so, guckt genau hin, mäßig. Just have a good look, guckt mich genau an, guckt genau und holt eure Smartphones raus. Ich gehe nirgendwo hin. Und wie gesagt, ich fühle mich gut, ich fühle mich recht fit. Und wenn das nicht so wäre, glaube ich auch nicht, dass man mich ins Studio kriegt. Also ich glaube nicht, dass ich mich da hinsetze. Und auch so auf dem Niveau jetzt auch, wie ich das mache, weiter Musik mache, das würde ich nicht machen. Ich klemm da überhaupt nicht an, gar nichts. Und die Fragen können Sie auch 10 andere Rapper stellen, die wesentlich länger dabei sind als ich. Aber ich will mich nicht aufregen. Prost. Aber hast du ein Beispiel? Wen hast du da gerade auf dem Schirm, der genauso lang wie du unterwegs ist in der Rap-Szene? Aber nee, keine Namen nennen. Da gibt es viele. Und also das, ich glaube auch nicht, dass das Thema ist, wie lange ist jemand dabei und jetzt ist die Haltbarkeitszeit vorbei und jetzt muss man denjenigen austauschen. Ich glaube, auf dem Platz ist die Wahrheit. Ja. Ne? Aber ist es aufgefallen, dass es das nur in der Hip-Hop-Szene gibt? Oder nur gerade, also da, wo wir jetzt tätig sind, in der Deutschrap-Szene, dass ich das Gefühl habe, warum musst du denn einen jetzt rauskicken wollen, weil er vielleicht nicht dem entspricht, was du dir vielleicht vorstellst, was gerade in ist oder was gerade wesentlich interessanter ist für die Leute? Ja, weiß ich nicht. Aber weil es das vielleicht so nicht so oft gegeben hat, ich weiß es auch nicht. Die Leute dürfen ihre Meinung sagen und so. Das ist jetzt auch nicht das Hauptargument gegen mich oder so. Es ist einfach, was immer wieder mitschwingt. Und ich habe das jetzt kurz erwähnt, aber ich mache da jetzt kein Fass auf. Es gibt schon auch andere Leute, die müssen mit so einem Zeug dealen. Aber wie gesagt, ich fühle mich frisch, ich fühle mich fit. Ich habe ein gutes Album gemacht und ich werde auch eine gute Tour machen. Was glaubst du, was man als Künstler alles neben der Musik machen muss, um halt diese gewisse Reichweite zu erzielen? Es gibt ja so Exemplarbeispiele wie so ein Kollege oder sonst was, die ja nebenher noch so einen anderen Film fahren. Hast du dich manchmal an so einer Grenze gefühlt, wo du nicht wusstest, ist das jetzt noch, bin das jetzt noch ich? Oder ist es jetzt quasi Marketing, was du machst, um deine Musik an viele Leute zu verkaufen? Oder? Was Marketing, wie meinst du das? Ja, Marketing ist für mich immer so Interviews geben. Ja. Auf der Straße Live-Auftritte machen, das. Gab es bei dir mal einen Punkt, wo du sagtest, okay, nee, das geht ja zu weit, nur damit irgendwie mehr Leute Wind von mir bekommen? Nee. Also ich, in enger Absprache, bespreche das auch mit meinem Team und da wird, also manchmal kriegst du auch noch einen Zusatz, wo du sagst, ich würde das nicht machen. Weißt du so, also ich sehe dich da nicht und am Ende entscheidest du das, aber ich habe jetzt noch nie so ein Realness-Problem gehabt mit den Dingern, die ich mache. Also alles, was ich so an Interviews mache oder Promos, sind auch Dinger, die ich vertreten kann natürlich. Ich weiß es nicht. Das Problem ist halt, ne, ich meine, wenn du mich bei Wetten, das reinsetzen würdest oder so, wäre ich trotzdem Afro. Mhm. Oder Lock. Ich wäre jetzt nicht irgendwie, ja, ich mache jetzt hier auf Wetten, das Gast und bin jetzt irgendwie so politisch. Mhm. Korrekt bin ich ja, stimmt so, aber ich würde mich dort genauso geben wie jetzt bei dir oder so. Ne? Und da ist halt die Frage, so was ist real, was ist nicht real und wer hat da die Deutungshoheit und ich weiß nicht, mich juckt das eigentlich nicht. Ich habe manchmal einen heilen Respekt vor den Leuten, die sich auch in solche Sendungen setzen können und einfach sie selbst sind und die Sau rauslassen. Manchmal denke ich mir, ich würde mich das vielleicht gar nicht trauen oder so. Ne? Von daher ist es okay, ich mache, wie ich das mache und ich habe überhaupt keine Realness-Probleme. Keep it real-Faktor ist bei mir immer hoch.
weiß ja jeder. Und manche Sachen würde ich nicht machen. Wenn ich wüsste, ich hätte eine große Reichweite oder so, wenn ich merke, hey, das Format gefällt mir nicht, ich passe da nicht rein, dann mache ich das auch nicht. Was hast du dir gedacht, als du vor 2 Jahren die Markus-Lanz-Sendung gemacht hast? Ja, viele fragen mich nach dem Markus-Lanz, aber ich muss ehrlich sagen, kann über den nichts Schlechtes sagen. Das ist er war ein cooler Typ. Er hat mich gleich zur Seite geschoben, so hat seine ganzen Gäste alle stehen lassen, kam zu mir und hat mich eine halbe Stunde zugetextet über den Grenzstreifen zwischen Eritrea und Äthiopien, weil er da schon 7-mal war und auch krasse Sachen erlebt hat dort. Die hat er mir alle erzählt, bis 5 Sekunden vor Sendung. So, dann hieß es, Markus, wir müssen jetzt auch mal los, bla bla. Und dann hat er nur gesagt, ja, wir reden nachher weiter. Und dann ging er raus und dann kam schon Applaus, die Sendung ging los. Also ich weiß, wie der im Fernsehen so wirkt, ne? Habe ich auch so meine Bedenken gehabt. Aber wie gesagt, ich wusste, ich kann das sagen, was ich denke dort. Und also er hat mich auch, es gab bestimmt 2 Sachen, die ihm nicht so gefallen haben, aber er hat mich da auch nicht ins Messer laufen lassen. Er hat mich super behandelt, das ganze Team. Ich kann überhaupt nichts Schlechtes sagen. Ich war ja auch bei Kerner früher und da saß ich auch ganz selbstbewusst und habe das gesagt, was ich denke. Ich musste mich da nicht verstellen und die fanden das so cool, dass sie mich nochmal eingeladen haben. Dann habe ich aber einen großen Fehler gemacht, nämlich die Sportkompetenz von dem Kerner und vom Beckmann die waren ja beide da, in Frage gestellt habe, als ich sagte, wegen Gewalt. Und ich, ja, ich meine, ihr zeigt ja hier Boxen die ganze Zeit im Fernsehen, also ihr seid für mich Heuchler. Wenn ihr das eine feiert und der soll K.O. gehen und nicht nach Punkten gewinnen, auf der anderen Seite seid ihr keine Gewalt. Ja, aber das zeigen wir auch im ZDF. Dann habe ich gesagt, ja, aber in Schweden ist Profiboxen verboten. Dann guckt der Kerner den Beckmann an und sagt, du, stimmt das? Stimmt das? Und das haben sie natürlich rausgeschnitten. Oh. Ist ja klar, nein, ist doch okay, komm. Weißt du, so. Aber ist doch ärgerlich, ganz ehrlich. Es ist doch okay, wenn du da mal die Wahrheit aussprichst. Weißt? Ja, was heißt Wahrheit? Ich wusste halt, dass ich recht hatte. Ja. Ne? So, das hat mir vollkommen gereicht. Ist auch gut. Ich muss auch über den Kerner sagen, das war auch alles ganz entspannt. Und wenn ich den Beckmann sehe, dann will auch nur mit mir über schwarze Frauen sprechen. Das ist auch eine schwere Nöte. Aber warum hat dich der Lanz zum Beispiel damals eingeladen? War das schon Push? Oder war das auch zu dem Thema von wegen, was hast du da alles geredet? Über deine Herkunft überhaupt, ja. Über das Leben als wahrscheinlich Schwarzer in Deutschland, ja. Als Kleiner. Zu welchem Thema haben sie dir gesagt, die wollen ausschließen? Also, größtenteils zu dem Thema, die ich befragen. Ich weiß, was du hinaus willst. Das war ich schon eine Zeit lang so, der Pinner-Boy, wenn es um Rassismus ging oder so. Dann habe ich gesagt, ruf mal Afrop an. Aber was ich jetzt auch feststelle, so auch in den letzten Interviews, auch die letzten Tage, dass eigentlich alle Interviewer oder Journalisten mit mir 20% über Musik reden und 80% gern über Politik sprechen wollen mit mir. Ne? So. Und es ist halt zweitschneidiges Schwert, für mich auch, ne? Weil jeder hat ja eine Meinung. Aber es ging schon um das Push-Album bei Lanz, aber die haben die Einladung erst viel später, hatten die Platz. Also es war schon lange im Gespräch, aber dann kam es dann halt in die Zeit rein, wo auch diese Flüchtlingsdebatte war. Oder diese ISIS-Geschichte, genau, stimmt. Er hat mich ja auch eingangs gefragt, stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein, nach den 2 Terroristen. Ob du die kennst oder was? Einen kannte ich sogar. Könnte ich sogar. Ich weiß. Scheiße. Und ich. Frage, ich dachte so, stellst du die Vero, aber. Nein. Einen wusste ich nicht, aber der, den ich kannte, der hat so. Egal, erzähle ich jetzt nicht. Doch, erzähl doch mal hier. Der hat jetzt nichts Böses gemacht, der hat so sich gekümmert, so Infrastrukturpläne in Palästina und sowas, solche Sachen hat der. Der Mitläufer. Weiß ich, ich weiß es ja nicht, was er macht. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich kenne ihn. Okay. Ja. Ja, darauf trinken wir ein. Also doch. Ja, das war dieses Bushido noch was Interview mit Markus Lanz? Ne, bei Markus Lanz war das danach, davor, ne? Weißt du noch? Nee, dieses Ding, wo sie doch eigentlich eingeladen wurden zum Album und so, und am Ende wurde eigentlich über Gewalt im Rap, über Frauen und alles so getalkt, wo die doch sich so auf den Schlips getreten gefühlt haben. Ja. Naja, Bushido. Weißt du, also deswegen habe ich dich fragen wollen, hat er vorher die Themen mit dir besprochen? Weißt du? Wie gesagt, er war öfter in Eritrea als ich. Und er wusste halt das, ne, kannte meine Herkunft und es gab so ein Vorgespräch, das hast du bei solchen Sendungen, dann sprichst du mit einem Redakteur. Aber ich kann nichts über den Lanz sagen, das war ein oberkorrekter Typ, er hat mir auch sein Buch geschenkt,
Er macht ja Fotografien und hat mir noch erzählt, so, dass er fast erfroren wäre. Das war gesehen. Ja, also der ist. Ist immer schwer, Leute zu beurteilen, weißt du, wenn man sie sieht oder im Fernsehen, dann hat man immer eine Meinung von denen, aber damit muss man auch leben, klar, ne? Du stehst da in der Öffentlichkeit und dem einen gefällt das, wie du es machst, dem anderen nicht. Ich glaube, dass das Format, das er gerade hat, das Beste für ihn ist. Ja? Also Wetten, das war, glaube ich, dann schon eine Nummer. So groß für ihn, was auch nicht schlimm ist, weißt du, ich glaube, wenn der sich noch ein paar Jahre jetzt die Hörner abstößt in der Fernsehlandschaft, dann wird er auch so ein Jauch. Aber manchmal hat man sich beim Gottschalk auch am Kopf gefasst, was der da für einen Scheiß labert. Das verkauft sich ja dann auch ganz gut immer. Ich weiß, ich bin ja im Fernsehen. Quoten. Das ist alles, was zählt im Fernsehen. Am nächsten Tag, das allererste, was wir machen, die gucken sich die Quoten an. Ja. Und entweder du hast gute, wenn du guter, du musst aber richtig gute haben. Und keine guten hast, bist du raus. Lass uns über das Album reden. Und zwar hast du gesagt, es ist eventuell das Persönlichste. Was du je gemacht hast. Warum? Wieso hast du die Musik jetzt anders gespürt als die Jahre zuvor? Ja, weil ich auch jetzt den Mut habe, vielleicht über so Sachen auch zu sprechen. Ne? Und wenn dann so ein Beat auch ankommt, dann hast du einfach nicht mehr diese Scham oder bist nicht mehr so scheu und traust dich halt auch mal Sachen zu sagen, die vielleicht ein bisschen persönlicher sind. Ne? Das würde ich jetzt nicht auf einem Beat machen, der 100 BPM schnell ist oder so, dann... Früher war es immer so, oh Gott, wie komme ich da drum herum jetzt? Weißt du, so was der Beat für ein Gefühl auslöst, einem für eine Emotion. Du musst da eigentlich mit drauf. So. Und das erzähle ich immer gerne. So eine Referenz von mir ist Dear Mama von Tupac. Ich bin jetzt kein Tupac-Fan oder so, aber ich habe den Song mal im Taxi gehört und habe festgestellt, dass der alles richtig gemacht hat. Der war sich nicht zu schade, über seine Mutter zu sprechen. Ich meine, alle Rapper sind auch irgendwo Mama, Kinder. Viele sind ja auch nicht mit ihren Eltern groß geworden. Und da kommt auch schon so was Empathisches, was du eigentlich nur von deiner Mutter lernen kannst. Das kommt schon bei vielen durch. Und da war ich einfach so krass, ich war super beeindruckt, wie er das gemacht hat, weil er hat diesen Schritt gewagt, zu sagen, hey, ich bin ein Artist und ich mache jetzt auch diesen Schritt und das heißt bloßstellen. Aber weißt du, der eine verwendet, deshalb schützt man sich ja auch damit, dass nicht gegen einen verwendet wird, normalerweise. Ne? Und da, das war dem einfach scheißegal. Und da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert, vielleicht das eine oder andere mehr zu erzählen, wenn die Musik eh schon da ist. Und das war dann eine Hilfe auch. Jetzt bist du ja auch schon sehr, sehr lange im Business. Aber wie macht das so ein Newcomer? Welche Regel soll er verfolgen? Wie hast du das gemacht damals? Es gibt ja irgendwo noch einen Kodex, wo man weiß, okay, Kinder und also Familie muss nicht sein. Mutter geht immer, ja, das ist ja klar. Aber was heißt so, ich glaube, man darf keine Angst haben. Ja, man muss das machen, was man glaubt, was man ist. Ne, und nicht versuchen, da irgendwie eine Gratwanderung hinzukriegen, vielleicht dann doch ein bisschen... Realness-Faktor und kredibil sein für ein paar Straßenjungs, ich glaube nicht, dass man das braucht. Ich glaube, wenn du von Anfang an ehrlich bist mit deiner Musik, dann hast du vielleicht nicht die Leute, die du gerne hättest, ne, die deine Musik hören. Aber ich meine, das kannst du auch als trojanisches Pferd sehen. Ne? Du gibst denn erstmal hier das und dann wird es auch meistens erfolgreich, muss ich ehrlich sagen. Die Leute, die viel Mut bewiesen haben und sich was getraut haben, wurden meistens auch belohnt. Muss man schon sagen. Ne? Und siehst du das Phänomen auch vielleicht bei der 187 Straßenbande? Ja, natürlich. Ja. Würde ich sogar sagen, zu 80%. Ne? Aber dazu kommt dann halt auch, ne, dass es unglaublich Spaß macht, denen zuzuhören. Ich habe letztens dieses Raff Camorra und Bones, habe ich nochmal reingehört. Und das ganze Album oder in. Ein, zwei Tracks habe ich mir so richtig angehört, den Rest noch nicht. Aber die fand ich schon recht unterhalten. Und es ist auch musikalisch, also jetzt reden wir nur von diesem Collabo-Album, es ist ja so Reggae-mäßig angehaucht, die singen, Dancehall, genau, die singen ja da auch und machen Sing-Sang-Hooks. Das ist auch so meine Zeit, aus der ich komme oder auch wie ich teilweise auch Musik mache. Und als ich Bones gesehen habe auf einem Konzert, ein 187-Konzert war das, da kam der mit einer Afrika-Kette auf die Bühne, eine Afrika-Holzkette, da habe ich gesagt, mein Gott. Ist das cool oder ist das cool? Wann hast du sowas schon mal gesehen? Noch nie. Ja, machen Videos einfach so, wie die Bock haben, 5 Millionen Klicks. Also das spricht ja für sich. Und ich glaube, die haben auch diese gewisse Frische mit reingebracht. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Weißt du, so die richtige Zeit, die richtige Musik, die richtigen Typen, alles spielt da eine Rolle.
Und deshalb ist sowas, es gibt schon eine Formel, aber man kann, wie du schon gleich eingangs gesagt hast, man kann sowas eigentlich nicht planen. Ne? Und da muss man auch den Hustle akzeptieren, ne? Dass Leute jahrelang Musik gemacht haben, ohne was dafür zu bekommen. Und jetzt lohnt sich das alles. Also dann dran glauben, dranbleiben und einfach man selber sein. Ja, also ich weiß nicht, es dauert eine Stunde, bis ich alles durch habe, aber weißt du, so eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selbst hilft auch. Ne? Man muss auf jeden Fall wissen, was man kann, was man nicht kann und dann an seinen Stärken arbeiten und sich nicht zu schade sein, einfach auch vielleicht mal 2 Jahre ohne großartige Perspektive an sich zu arbeiten. Und das wollen ja die meisten nicht. Ne? Die meisten wollen vielleicht 1 Jahr rappen und dann Top 10 gehen. Vielleicht tue ich denen das auch Unrecht, aber so das ist das, was ich mitkriege. Ne? Es ist auf jeden Fall auch Arbeit. Auf jeden Fall. Oder du kannst alle dissen, was nicht funktioniert, aber im seltensten Fall. Ja, Prost, ne? Ja, tschüss. Ja. Abschließend. Du hast schöne Feature-Gäste drauf. Hier? Ja. Und zwar Sammy, altbekannter Feature-Gast von dir, ne? Ja. Kollabo-Kumpel durch und durch. Der hat es geschafft, auf jedem Album fast zu sein. Das stimmt, ja. Weil es schon Tradition ist? Oder weil einfach die Verbindung immer da ist und man sich dann so ein bisschen schlecht fühlen würde, wenn er nicht dabei wäre? Ja, ich habe ja bei ihm viel aufgenommen, in seinem Studio. Und es gab keinen Song, der zur Debatte stand, dass er jetzt irgendwas drauf macht. Und dann habe ich ihm einen Beat gezeigt. Und dann meinte er so, boah, ich will auch. Geil. Ja. Und ich kurz überlegt, okay. Was hat er alles produziert? Der hat nichts produziert, der hat es nur aufgenommen. Das heißt nur, also er hat halt recorded dann. Ne? Ja. Mhm. Ja, viele sagen ja schon, dass das Produzieren ist. Wie inwieweit... Hast du recht? Ja. True Story, das stimmt. Ja. Das stimmt. Einmal wusste ich, okay, er schneidet gerade was auch von meinen Stimmen. Und das war so ein bisschen Arbeit, so ein bisschen kompliziert. Ja. Und wir waren 2, 3 Leute im Studio und wir reden so auf ihn ein. Und er so, hey, let me produce. Hast du recht, ja? Geil, fand ich auch geil. Und... Du hast schon recht, das ist schon eine Art Produzieren, das stimmt. Aber weißt du heutzutage gar nicht mehr, weißt du, wer hat jetzt das gemacht, das, wer ist jetzt Produzent, wer ist jetzt, sonst wer... Ich weiß das schon. Ja, du, aber der Laie da draußen weiß doch gar nicht. Nee, ganz ehrlich, die interessieren sich für so Sachen, ja. Wir haben leider es nicht geschafft, irgendwie im Booklet reinzuschreiben, wer, wo aufgenommen, das interessiert, das habe ich früher richtig studiert. Ich wollte genau wissen, wer das aufgenommen hat, wo das aufgenommen wurde, am besten noch den Zeitraum. Aber so Sachen interessieren die Leute schon. Ne, wer und was. Und, das ist schon interessant. Vor ein paar Jahren warst du mir gang und gäbe, also so ein Begriff immer als DJ in Berlin. Ich? Ja. Ich habe eine Zeit lang im Club, wie heißt der nochmal? Im Asphalt. Ja. Haben wir als Resident eine Zeit lang aufgelegt. Ständig Afro blickt auf, Ich habe das heute ja, also gar nicht mehr auf dem Schirm. Also aber auch ein halbes Jahr, nachdem ich da nicht mehr aufgelegt habe, immer einmal im Monat habe ich da aufgelegt, haben die da immer noch Werbung geschaltet, Afro blickt auf. Aha. Musste ich sogar Eintritt zahlen mal. Obwohl die noch Werbung mit mir gemacht haben. Ja, das geht gar nicht. Aber wo wohnst du denn jetzt überhaupt? Man sagt, man hört immer mal Hamburg, mal Berlin, mal Berlin-Hamburg. Ich wurde Mutterschiff, hat mich heute abgeholt. Ja. Das Zimmer ist eingerichtet. Aha. Also jetzt muss ich bald wieder zurück. Okay. Ja. Ja klar, verstehe ich. Es spielt bei mir keine Rolle, wo ich lebe in Deutschland, wenn du mich fragst. Ich bin einfach ein Deutschländer. Mhm. Ja, ob ich jetzt in Frankfurt bin, in Köln, in München, in Stuttgart, in Hamburg, in Berlin... Hannover, in Celle sogar kenne ich Leute, Düsseldorf, also bin überall recht gut vernetzt und fühle mich auch überall wohl, ehrlich gesagt. Aber ist überall auch irgendwie so zu Hause? Das ist bei mir vorbei. Also so dieses, das ist mein Zuhause, das ist meine Stadt, das ist einfach nicht mehr so. Wenn ich mal 2 oder 3 Wochen am Stück an einem Ort bin oder zu Hause bin, das heißt, ist dann schon was. Ne? Aber ich bin einfach, ich brauche das nicht mehr, dieses Heimatding. Jetzt wissen wir so ein bisschen Bescheid von der Mucke her. Das Schöne daran ist ja, die Musik ist ja schon draußen. Ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt so tun müssen, als ob, hey, ne, dauert jetzt. Sondern ihr könnt euch das alle anhören, dann wisst ihr auch, was Future Sound ist oder was der Afrop da mit uns sagen will. Jetzt, was passiert nach heute alles? Du checkst jetzt die Woche ab, wo du charten wirst und dann wirst du wahrscheinlich auf Tour gehen, ja. Oder was macht Afro? Tour erst im Februar. Aha.
Und es gibt noch bestimmt 2, 3 Videos, die ich mache. Okay. Ja, eins ist schon fertig gedreht, aber noch nicht raus. Mhm. Also es wird schon hier und da noch was passieren, weil ich werde das Album, manche schließen ja nach dem Release mit dem Album ab, aber bei meiner letzten Platte habe ich gemerkt, auch durch die Unabhängigkeit, die ich habe, dass solche Platten sich auch strecken lassen über 1 bis 1,5 Jahre. Und deshalb werde ich damit noch eine Weile arbeiten. Na klar. Wird es dann trotzdem jetzt so ein solomäßig jetzt alle 2 Jahre mal was kommen? Oder? Also in dem Fall waren es ja nicht wirklich, wie lange war das? Ah, es war schon 1 Jahr und ein paar Monate. Mhm. Ja, also ganz 1 Jahr war es nicht. Aber mal schauen. So, ich fühl, wie gesagt, ich muss noch so viel zeigen, es gibt noch so viel zu entdecken. Und wenn es 1 Jahr dauert, okay, wenn es 2 Jahre dauert, auch okay. Also Zeit spielt jetzt in dem Augenblick keine Rolle. Das sind wunderschöne abschließende Worte, finde ich. Weil Mutterschiff und dann Zeit spielt keine Rolle. Wundervoll. Hast du denn noch was zu sagen? Nö, ich bedanke mich hier für die Sendezeit, die ich bekomme. Genau. Ich habe eine geile Story, die ich über Berlin erzählen kann. Darf ich das? Natürlich. Okay, ich sage immer, manche Leute sagen immer, was geht, wo bist du? Sag ich, Berlin Aschlock. Ah. Weil es gibt eine Geschichte, da war so früher gab es so Hip-Hop-Jams, weißt du, so Hannover und so, da sind die Leute immer hingefahren. Und das war auch so, dass dann die Berliner, die Jugendclubs, dann mit 6, 7 Bussen dorthin gefahren sind, zu den Jams. Ne? Und dann erinnere ich mich so, also ich war nicht dabei, aber so Jungs aus Stuttgart von mir, die ich kenne, die waren da halt auch da. Das war immer so Spirit, man ist dann immer hingefahren zu den Städten. Da gab es eine Szene, wie so ein paar Jungs an der Bank saßen und die kommen gerade so an, so die Stuttgarter Jungs sagen, hey, yo, weißt du, so Hip-Hop, was geht? Und so, wo kommt ihr her, weißt du, so war das halt früher, ne? Und dann meinten die, hey, was geht, wir kommen aus Stuttgart, was geht da, wo kommt ihr her? Und der Typ mit Zahnstocher im Mund, Fuß auf der Bank, dreht sich nur um, sagt, Berlin-Aschlock. Beste Spruch. So, damit verabschieden wir uns auch jetzt hier aus Berlin. Ja, morgen Musik und Frieden, ne? Release Party, ne? Kommst du vorbei? Mal gucken. Wir werden sehen, was passiert. Wird spät und sehr laut. Super. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann klickt auf jeden Fall hier. Da seht ihr das Herzog-Interview und hier das Julian Williams-Interview. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.